Das sieht, also sieht fast so aus, als wären geheime Tagebücher entdeckt, oder? Ja. Bei Sie und er, kurz bevor er zum Telefon greift und Sie anruft. Ich habe einen Job für Sie. So, die olympische Flamme brennt. Ja. Erste Disziplin ist, wie viele Umdrehungen schafft ein durchschnittlicher deutscher Angestellter oder Beamter auf seinem Bürostuhl? Ja. U in der Minute. U in der Minute, wir machen es auf 30 Sekunden heruntergebrochen. Genau. Ja. Du bist in diesem Fall noch nicht Teilnehmer, sondern Juror, ja. Schiedsrichter. Soll ich schon die Kampfrichter? Eine schöne Mütze. Kampfrichtermütze. Fantastisch. Die Zeit ich bin läuft. Ganz streng. Ja, die Zeit läuft. Ja. Wie viele Umdrehungen in 30 Sekunden? Ein vom TÜV abgenommener Bürostuhl mit 5 Sicherheitsfüßen. Achtung, fertig, los. Ja, 1, 2. 3, 4, pass auf das Feuer auf. Stopp. Take off. Ja, ja, 13. Oh, jetzt dreht sich alles. Das ist total schwindlig. Wie viele Umdrehungen waren es? 13. Gültig. Ja. Ich stelle aber fest, das ist vielleicht für man sollte vorher zum Arzt gehen und das checken lassen. Meinst du? Wie sieht das versicherungstechnisch aus, wenn jemand einen Kreislaufkollap auf dem Finanzamt erleidet, während er das spielt? Das ist doch dann ein Streitfall. War das ein Arbeitsunfall? Ja? Wird die Rente gekürzt? Man muss das ja dann vertuschen. Ja, also es war nicht Büro-Olympiade, sondern ich habe mich und dann kriege ich so einen Schwindelanfall. Ja, oder es kamen zwei Vermummte rein und haben mich so schnell gedreht. Genau. Und schrien schöne Grüße an Clement oder so. Also man muss das in so einen Entbeiner-Zusammenhang stellen. Ja, richtig. Ja, ist richtig. So, jetzt bin ich der Juror. Jetzt bist du der Kampfrichter. Es gilt für dich. Das war das Letzte, was ich damals bei der Flucht noch mitnehmen konnte. Ach so. Ja? Ich sollte auch so juromäßig gucken. Hast du schon wieder präpariert, dass dein Stuhl sich schneller dreht oder na, Moment, was? Moment. Ich hab's hier wirklich. Also bei mir geht's hier Meter hoch runter, ja. Also ja, aber du willst ja noch befördert werden. Da musst du ein gewisses Risiko eingehen. Was soll ich denn noch werden hier in der Firma? Weiß ich nicht, Mann. Das ist zu negativ gestellt. Ach so, gefahren. Okay. Ja. A16, ich weiß. Hatte ich zuletzt falsch gesagt. Das ja. Alles okay. Klar, Zeit steht. Achtung, fertig, los. 1, 2, 3. Wer hat denn die Zeit genommen? Wer hat denn bitte? Die Zeit genommen? Die haben ein Signal gegeben. 15 Mal. Ja. Allerdings sind Teile des Laptops umgefallen, deswegen leider. Ach komm! Nee. Das sind die Regeln. Denk mal an diese Reiterin, der man das Pferd immer wieder weggezogen hat bei den Leuten im Spiel. Könntest du sein, dass du leicht parteiisch bist? Nein, ich lasse es gelten. Herr Andrak hatte gestern eben einen anstrengenden Flug zurück von Leipzig mit so einer Propellermaschine bei diesen Windverhältnissen. Das war für mich unangenehm. Ich saß daneben am Gang und dann saß die Maschine voll mit Leistungsträger und Herr Andrak saß so im Sitz, ja, so, kam kreidebleich hoch und triefte. Ja, ich schwitze dann immer. Ja, ein Luftloch. Ja. Ein Luftloch. Aber das gehört, wenn du Deutschland nach vorne bringen willst, musst du in der Lage sein, bei solchen Wetterungsverhältnissen zu landen. Ja? Nächste Disziplin, etwas ganz Wichtiges, Aktenordner tragen. Genau. Und zwar, wie viele Aktenordner, jetzt bin ich der Teilnehmer, da kann ich diesen Hut wieder runternehmen. Wie viele Aktenordner schafft man es von der anständigen deutschen Firma Leitz zum Kollegen ins Büro zu bringen? Wobei, das ist nicht ganz realistisch, weil man würde ja im Büro in echt, sage ich mal, ja, für 10 Aktenordner 10-mal einzeln gehen. Also gibt es da Büroboten für, 4, das weiß ich mal. 6, 7, 8, 9, 10. 10 Ordner. Und ich sage, ich setze noch einen drauf. Boah. 11.
Das muss aber, so ist die Regel, auch halten. Ne? Was heißt halten? Es muss halten, während du es trägst, und es muss halten, wenn es hier auf meinem Schreibtisch ist. Nimm das Wasserglas weg. Ja. Und ich muss auch noch den Satz sagen, das sind die Vorgänge vom Oktober. Okay. Ja. Oder das geht für Siemens nach Taiwan. Das sind die Bedienungsanleitungen für die Handys. Siemens hätte es schaffen können, aber sie haben das Klapphandy verschlafen. Habe ich gestern bei allen Experten gehört, sie haben das Klapphandy verschlafen. Die Konkurrenz hat vor den Werkstoren geklappt und Siemens hat nicht hingehört. Morgen? Ja, morgen, Chef. Wieso Chef? Morgen, Herr Abteilungsleiter. Der Abteilungsleiter bringt doch nicht die Dinger. Morgen weiter, ja. Natürlich. Morgen weiter. Mensch, erstmal wieder. Mann, da hast du bis Weihnachten zu tun. Ja. Es wird abgearbeitet. Das ist ja derartig dilettantisch. Ja, hallo! Du hast umgerissen! Ich hab's genau gesehen! Ich weiß nicht, ob man das in der Zeitlupe sehen kann, dass du es in meine Richtung hingestoßen hast. Och ja, kann man das nochmal sehen? Das gibt's ja gar nicht. Hast du das gesehen? Kann man das auf die Großbildleinwand geben? Das gibt's ja gar nicht. Nicht mehr. So, guck mal, und jetzt? Das ist doch hintertückisch. Da. Moment mal, was sind denn das für Worte hintertückisch? Entweder heimtückisch oder hinterlistig. Von mir auch hinterfotzig fürs Dritte. Ja? Aber hintertückisch. Ja, ich bin so erbost. So. Du hast es also nicht geschafft. Warte mal. Ja, jetzt hat es dieses Büro-Timing. Es gefällt mir. Wo kriegt man im normalen Büro Magnesia her? Ja, das muss man ein bisschen vorbereiten. Dafür gibt es eine Kommission. 2, 4... Die Büro-Olympiade will ja vorbereitet sein. Ja, das ist ja nichts für Hektiker. So, und da packe ich noch einen drauf. 2, 4, 6, 8... Und? Meine Damen und Herren, wir machen kurz Werbung und dann die Königsdisziplin der heutigen Büro-Olympiade. Für die Königsdisziplin ist es notwendig, dass wir ein bisschen mediterranes Ambiente entstehen lassen. Eine Buhlbahn. Ja. Als Abteilungsleiter darf ich 2 Grünpflanzen mitbringen. Sehr gut. Ja? Ich denke, du bist Walter. Wie? Ja, gerade war ich Walter mit den Akten. Ach so. Jetzt bin ich der Abteilungsleiter. Okay. So. Heinz. Und zwar spielen wir jetzt Mausbuhl. Ja. Das geht ganz einfach. Sie besorgen sich einfach eine Maus. Ich mache hier mal schon so... So ein paar Olympiasiegerketten, die können Sie vorbereiten morgens, bis der Letzte im Büro eingetroffen ist. Brauchen Sie einfach bunte Büroklammer, ist ganz hübsch, geht relativ einfach. Wir brauchen noch eine Startlinie. Ja, die Startlinie. Ja, haben wir einen Papierwolf hier, einen Reißwolf? So viel Zeit muss schon sein. Sind das deine Originalverträge jetzt, die da... Nee, das sind Beschwerdebriefe von Zuschauern. So, das ist die Grenze. Startlinie. Das ist die Startlinie. Du darfst anfangen, du liegst zurück. Ja.
Freestyle, ja? Ich kann also auch so... Wie beim Curling? So curlen. Mhm. Ja, das schlagst du erstmal. Ja, das wird natürlich schwierig, wenn jetzt der Angeber des Büros kommt mit seiner Funkmaus. Geht's? Ja, das hast du extra gemacht. Das war geworfen, ne? Ja, ist auch erlaubt. Freestyle. Okay. Ah. Oh, Mist. Wollte die Maus weg? Schon klar. Ja, aber dieses Reingeangel ist ja fies. Ja, Freestyle, oder? Wenn, falls Sie fragen, wie kommt der Kreis auf den Büroboden, der ist natürlich noch von der Kripo. Ja, von dem einen Mitarbeiter, der mit Kopfschuss in der Mittagspause aufgefunden wurde. So. Ärger mit der Baufinanzierung. Oh. Ah, selber, weil ich den scheiß Schnur festgehalten habe. Herr Dr. Krüger, Sie haben die Büro-Olympiade gewonnen. Ach, fantastisch! Ich darf Sie gratulieren. Antrag, Sie sind befördert. Ja. Ja, fantastisch. So. Ich habe es ganz genau gesehen, Herr Dr. Krüger. Sie waren in allen drei Disziplinen ganz weit vorne. Respekt, ja. Respekt. Ab. Herr Antrag, unabhängig wie die Wahl ausgeht, Sie werden im Job auf jeden Fall nach oben klettern. Dankeschön, ja. Danke. Ja, da machen wir überhaupt keine Gedanken. Ja. So, das war's schon wieder, meine Damen und Herren. Jetzt sehen Sie hier im Ersten die Dokumentation Tod einer Schauspielerin über Jennifer Nitsch. Wenn Sie Lust haben, wir sehen uns wieder morgen Abend nach den Tagesthemen. Das alles können Sie morgen in Ihrem Büro, so Sie in einem Büro arbeiten, locker nachspielen. Danke fürs Zuschauen, bis morgen Abend.